Robo-Advisor haben sich längst am Markt etabliert, denn sie eröffnen Anlegern ungeahnte Chancen. Digitale Vermögensverwalter wie Scalable Capital nutzen wissenschaftliche Erkenntnisse und automatisierte Analyseprozesse. Emotionale Fehlentscheidungen bei der Zusammensetzung des Portfolios werden so ausgeschlossen und Risiken minimiert. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Online-Seminar. Mein Name ist Markus Gentner, ich bin Redakteur bei Finanzen.net und ich begrüße Sie alle recht herzlich zu dieser Veranstaltung. Im Mittelpunkt soll heute stehen, was Sie als Anleger vom Robo-Advisor lernen können und welche Rolle die Risikoforschung dabei spielt. Dazu habe ich zwei echte Anlageprofis zu Gast, Thomas Wolf und Professor Stefan Mitnick vom Robo-Advisor Scalable Capital. Herr Wolf, Professor Mitnick, willkommen bei Finanzen.net. Willkommen zum Webinar am Mittwochabend. Ja, einen schönen guten Abend auch von uns aus München. Mein Name ist Wolf und in der Tat, ich sitze neben einer unserer Co-Gründern, dem Professor Dr. Stefan Mitnick. Ja, Stefan Mitnick hier. Auch ich begrüße alle Zuhörer und bin mal gespannt, was wir zum Thema Risikomanagement und Rendite einfahren erzählen können. Da sind wir alle drauf gespannt. Herr Wolf, Sie waren bereits in einem Webinar im September zu Gast. Dennoch bitte ich Sie, sich für unsere Zuschauer nochmals kurz vorzustellen. Was genau macht Sie heute zu unserem Experten? Ja, vielen Dank, Herr Gentner. Ja, mein Name, wie gesagt, Thomas Wolf und ich bin mitverantwortlich für den Kundenkontakt bei Scalable. Bevor ich eingestiegen bin im Frühjahr, war ich viele Jahre für einen klassischen Vermögensverwalter tätig und ja, und ich bin jetzt Ihr Ansprechpartner. Wenn Sie Fragen zur Firma, zu unserer Dienstleistung haben, dann kommt gerne auch Nachgang des Webinars auf mich zu, ja, und bringen auch meinen ganz, ganz grauen Zeiten. Mein Einstieg war noch in der Bankwelt, kann ich mich auch noch entsprechend dran erinnern und wie gesagt, und stehen jetzt vor allem für alle Privatkunden bei Scalable für Rede und Antwort. Ja, Herr Mitnick, Sie sind Professor für Finanzökonometrie an der LMU München. Können Sie sich uns bitte auch noch kurz vorstellen und uns verraten, welche Aufgaben Sie bei Scalable haben? Ja, sehr gerne. Also bin einer der Mitgründer, wie bereits gesagt wurde, von Scalable Capital. Bin da hauptsächlich verantwortlich gewesen für die Entwicklung des Anlageprozesses, der also hinter dem Robo-Advice-Verfahren steht, und betreue das auch jetzt noch in Form eines wissenschaftlichen Beirats, den ich hier innehabe, den Posten, begleite ich sozusagen den Anlageprozess, ne? Und bin aber im Hauptberuf eben Professor für Finanzökonometrie, und so was Finanzökonometriker so machen, das lasse ich dann so ein bisschen durchklingen in dem Teil des Vortrages, den ich übernehme. Wunderbar, Herr Professor Mitnick, vielen Dank. Bevor wir gleich mit Ihnen, verehrte Experten, richtig tief ins Thema vom Robo-Advisor Lernen einsteigen, möchte ich Sie, liebe Webinarteilnehmer, noch auf Folgendes hinweisen. Sie können uns bei Fragen oder Verständnisproblemen jederzeit während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unsere Experten weiterleiten. Auf alle Fälle wird es aber wie immer am Ende des Webinars eine Fragerunde geben, in der wir gemeinsam noch offene Fragen und eventuell Informationen, die Sie von Scalable haben wollen, klären wollen. An dieser Stelle möchte ich Sie direkt mal wieder aktiv in die Veranstaltung einbinden. Ich habe eine Umfrage für Sie vorbereitet. Wir würden heute gerne von Ihnen wissen, wie gut Ihnen der Begriff Robo-Advisor überhaupt bekannt ist. Ich starte die Umfrage mal und Sie können diese nun alle sehen auf Ihrem Bildschirm. Und bitte helfen Sie uns, diese Frage zu beantworten, indem Sie einfach mal hineinklicken und mit abstimmen. Die Umfrage kann auch ein bisschen stehen bleiben. Die Antworten gehen von A, ich habe noch nie etwas von Robo-Advisern gehört, über B, ich habe schon von Robo-Advisern gehört, bis D, ich kenne Robo-Advisor und nutze sie sogar auch. Umfrage steht jetzt etwa eine halbe Minute und etwa auch die Hälfte unserer Webinarteilnehmer hat abgestimmt bisher. Ich werde die Umfrage noch einen Moment stehen lassen.
Vielleicht schaffen wir noch die 75%-Marke unserer Webinarteilnehmer. Das wäre toll. Dann haben wir ein genaueres Ergebnis und die 75%-Grenze haben wir soeben geschafft. Damit werde ich die Umfrage schließen und Ihnen allen mal das Ergebnis übertragen. So wahnsinnig deutlich hat sich keine Antwort herauskristallisiert, aber Antwort A und B sind doch vorne mit insgesamt 69%. Also Antwort A haben 39% unserer Webinarteilnehmer ausgewählt. 39% unserer Webinarteilnehmer haben also noch nie etwas von einem Robo-Advisor gehört. Ja, Herr Wolf, Herr Professor Mitnick, was halten Sie von diesem Ergebnis? Haben Sie damit gerechnet? Das gibt uns doch eine Steilvorlage für das heutige Webinar. Ja, durchaus, Herr Gentner. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass sich doch viele so ein bisschen damit beschäftigt haben, aber auch die große Mehrzahl, die sagt, hat noch nicht so mich intensiv mit dem Thema Robo-Advisor auseinandergesetzt. Genau darum soll es ja auch gehen, dass wir Ihnen ein bisschen unseren Service vorstellen und gerade auch Ihnen darlegen, was sind jetzt letztlich die Vorteile, die sich aus den neuen Angeboten ergeben, wie können wir Sie bei der täglichen Geldanlage entsprechend unterstützen. Wunderbar, dann sind wir alle gespannt, was Sie uns heute präsentieren und was wir vom Robo-Advisor lernen können. Ich würde Sie, Herr Wolf, jetzt einfach mal zum Moderator ernennen und dann können Sie direkt Ihren Bildschirm übertragen und mit Ihrer Präsentation beginnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich viel Spaß mit Thomas Wolf und Professor Stefan Mitnick von Scalable Capital. Viel Spaß! Vielen Dank für die Einleitung, Herr Gentner. Und ich hoffe, dass man jetzt auch dann mein Bildschirm entsprechend sehr gut sehen kann. Kann man sehr falls gut sehen. Es zwischendurch sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Und ja, wir haben ja gerade auch die einleitende Frage von Herrn Gentner gesehen. Was ist das Thema Robo-Advisor? Und ich möchte mit Ihnen eigentlich noch über sehr viel mehr im Detail sprechen, über das Thema digitale Vermögensverwaltung. Ja, weil die Begrifflichkeiten schwirren derzeit so ein bisschen durcheinander, auch in den Medien, Robo-Advisor, Fintech und was ist das eigentlich? Und wenn man es auf den Punkt bringt, dann sind viele Angebote und auch wir sind eine digitale Vermögensverwaltung. Was heißt das? Das heißt, wir nehmen Ihnen die Arbeit der Geldanlage ab, kümmern uns um Ihr Vermögen. Und bei dem Thema Vermögensverwaltung und Geldanlage sind eigentlich drei Aspekte zentral. Nämlich das erste ist immer das Thema der Anlageinstrumente, also was sollten Sie als Privatanleger eigentlich nutzen, um Ihr Depot zu konstruieren? Dann müssen wir uns über das Thema Risikomanagement austauschen. Also soll ich mein Portfolio regelmäßig anschauen und steuern, Veränderungen vornehmen oder einfach starr lassen? Was gibt es dabei zu beachten? Und sehr wichtig ist der Aspekt immer Zugang zur Vermögensverwaltung. Was ist das? Also wie viel Geld müssen Sie mitbringen, um in den Genuss einer Vermögensverwaltung zu kommen? Was für Gebühren fallen an und so weiter? Und was heißt jetzt in dem Zusammenhang Digitalisierung? Naja, dass wir durch den Einsatz von Technologie es geschafft haben, die Vermögensverwaltung kostengünstiger, transparenter, intuitiver anzubieten und eben für eine deutlich geringere Einstiegssumme, nämlich bereits ab 10.000 Euro, sodass eben auch eine professionelle Vermögensverwaltung einer sehr, sehr großen Anlegerschicht entsprechend zur Verfügung steht. Und diese drei Aspekte werden uns jetzt so ein bisschen auch begleiten. Was haben wir mit Ihnen vor? Ich möchte noch ganz kurz zwei, drei Worte zur Firma sagen und zum Thema Anlage, Universum, wie wir zur Strategie auch letztlich kommen. Ich möchte dann vor allen Dingen im Hauptteil auch abgeben an Professor Dr. Mitnick, der mit Ihnen einfach mal so einen Blick unter die Motorhaube werfen wird, auch über das Thema Risikomanagement und die neuesten Erkenntnisse Ihnen dort darlegen wird. Und abrunden werden wir dann unsere kleine Vorstellung selbstverständlich auch mit den jüngsten und aktuellsten Performance-Zahlen. Auch ich möchte Sie, liebe Zuhörer, an der Stelle nochmal ermuntern, schreiben Sie fleißig Ihre Fragen, auch während des Webinars, die landen dann alle entsprechend auch beim Herrn Gentner und wir haben, wie gesagt, auch im Nachgang dann gerne Zeit, auf Ihre spezifischen Fragen einzugehen. Ganz kurz zur Firma, weil eben auch, wie wir es auch gerade gehört haben, doch noch nicht alle mit dem Thema Robo-Advisor vertraut sind. Wir sind gegründet im Jahr 2014 mit direkt zwei Standorten, München und London, und sind aktiv für die Privatkunden ab dem 1. Januar 2016.
Also wir haben knapp 2 Jahre Entwicklungszeit gebraucht, um alles so zu schaffen, dass wir auch Ihnen einen vollwertigen Service bieten können. Auch brauchen wir als Vermögensverwalter eine entsprechende Lizenz des Regulators. In Deutschland ist das die BaFin, eben die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Und wir beschäftigen derzeit über 60 Mitarbeiter. Die meisten davon haben einen quantitativen Hintergrund. Also wir haben sehr viele Ingenieure und ITler und auch Finanzingenieure, die sich täglich mit der Weiterentwicklung unseres Service auseinandersetzen. Sie sehen jetzt auch ein kleines Foto aus unserem Büro und auch in der Mitte, wenn ich das so einzeichnen darf, werden Sie gleich noch hören in der Stimme, eben Professor Dr. Mitnick, wie gesagt, einer unserer Mitgründer. Und sehen auch noch unsere prominenten Gesellschafter und unsere Partnerschaften, auf die wir sehr stolz sind. Gesellschafter, die uns Kapital fürs weitere Wachstum gegeben haben und Partnerschaften im Januar diesen Jahres mit Siemens Private Finance verkündet. Und jüngst vor guten 3 Wochen haben wir auch eine Kooperation mit ING DiBa verkündet. Das heißt, dass wir neu auch die ING DiBa als Depotstelle benutzen. Was das konkret bedeutet und wie das rechtlich zusammenhängt, darauf gehe ich dann später nochmal ein bisschen mehr ein. Das soweit vorab. Die Frage ist immer, wie groß sind wir eigentlich mittlerweile und wie viele Kunden betreuen wir, um Ihnen da auch einen aktuellen Einblick zu geben. Wie gesagt, der Start am Endkunden war der 1. Januar 2016 und jetzt so nach circa 21 Monaten konnten wir bereits über 10.000 Kunden gewinnen und betreuen derzeit ein Volumen deutlich über 400 Millionen Euro. Und damit sind wir in diesem Bereich der digitalen Vermögensverwaltung der Marktführer in Deutschland. Abschließend möchte ich die Einleitung noch mit dem Hinweis, ich habe es ja schon auch an 2 Stellen gesagt, kontaktieren Sie uns auch gerne bei Fragen. Und darauf sind wir wirklich sehr, sehr stolz, dass wir gerade auch unsere Serviceleistungen regelmäßig ausgezeichnet werden. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem Portfolio haben oder zum Anmeldeprozess, dann können Sie uns telefonisch per Mail jederzeit gerne kontaktieren. Soweit zur Einleitung und jetzt lassen Sie uns doch in medias res gehen und mal genau uns dem Thema letztlich widmen. Anlage, Strategie, Anlageuniversum, was kann ich eigentlich an intelligenten Instrumenten nutzen? Was können so 1, 2 erste Tipps sein, auch für Sie als Privatanleger, was Sie aus dem heutigen Webinar nehmen? Und gerade wenn es um das Thema Anlageinstrumente geht, dann landet man häufig bei der entscheidenden Frage, was nehme ich denn jetzt? Soll ich jetzt einen Fonds nehmen oder soll ich meine Einzelaktie nehmen? Da gibt es jetzt, da muss man die verschiedensten Dinge abwägen. Und das Problem ist ja meistens bei Einzelwerten, also wenn Sie jetzt so Ihre einzelne Aktie kaufen oder Ihre einzelne Anleihe, dass Sie in der Regel eben keine breite Streuung haben. Viele von Ihnen werden die Erfahrung mit Fonds gemacht haben. Und der Punkt ist, dass wir ja recht viele Kostenkomponenten haben. Angefangen von einem Ausgabeaufschlag, dieser Eintrittsgebühr und eine Managementgebühr für den Fondsmanager bis hin zu den Verwaltungskosten. Und auch ganz wichtig müssen Sie einfach wissen, es gibt ja immer noch die Kickbacks oder auf Deutsch gesagt die Bestandsprovisionen. Die fallen immer an von Ihrem aktiven Fonds, fließt immer hintenrum an die Depotstelle, wo der Fonds verwahrt wird. Wissen viele gar nicht. Also egal, ob Sie ein Direktdepot haben, irgendwo oder bei einer klassischen Filialbank sind. Wenn Sie einen Fonds in Ihrem Portfolio haben, kriegt die Bank von dem aktiven Fonds jedes Jahr eine Provision. Einfach dafür, dass Sie diesen Fonds in dem Depot drin haben. Und Sie sollten einfach mal ernsthaft hinterfragen, was sind eigentlich die laufenden Bewirtschaftungskosten für mein Portfolio? Und insbesondere dann, wenn jetzt vielleicht auch noch die Banken wieder an Depotgebühren zu erhöhen oder einzuführen, da muss man schon sehr kritisch fragen, was ist eigentlich der Mehrwert? Lohnt sich noch dieses Instrument? Weil letztlich eben Kosten sind eigentlich die entscheidende Renditebremse, wenn es um das Thema Geldanlage geht. Recht populär geworden in den letzten Jahren ist das Thema der ETFs, also der Exchange Traded Fund. Letztlich bilden immer einen Index ab. Und im Übrigen so neu sind ETFs eigentlich streng genommen gar nicht, weil die Idee gab es schon vor über 40 Jahren in den USA, aber gerade bei Privatanlegern erst so in den letzten Jahren an Aufwind gewonnen. Und warum sind sie so populär geworden? Gerade wenn wir uns das Thema Kostenkomponente mal anschauen, dann wird das, denke ich, recht offensichtlich, weil wir haben keine Ausgabeaufschläge. Die laufenden Kosten sind deutlich geringer. Es gibt eben auch keine versteckten Provisionen, die irgendwo hinfließen können und somit eigentlich ein sehr schönes Instrument, um genau sich eben ein möglichst einfaches Portfolio aufzubauen. Ich weiß genau auch entsprechend, was drin ist. Und da ist das auch ganz klar unser Ansatz. Wir favorisieren die ETFs und nutzen ausschließlich ETFs zur Portfoliokonstruktion.
Eben nehmen Sie bitte mit als ersten Tipp, Kosten hinterfragen, wenn Sie da schaffen, Ihre laufenden Kosten im Depot auch nur 0,1, 0,2 Prozentpunkte zu senken, dann kann das bereits über längeren Horizont einen spürbaren Mehreffekt haben. Wenn wir uns weiter dem Thema hinein widmen, der ETFs, dann ist es eigentlich spannend, dass Sie mittlerweile haben Sie über 1500 ETFs zur Auswahl. Also eine extrem große Bandbreite, die Ihnen zur Verfügung steht. Und das macht es aber auch so ein bisschen problematisch. Wie kann ich jetzt die besten herausfiltern? Was soll ich jetzt eigentlich nehmen für ein Instrument? Und naja, wenn wir uns mal so anschauen, was können da so die ersten Kriterien sein, dann ist es eben das Thema Kosten, was Sie sich anschauen müssen. Da spielt sowas wie die Total Expense Ratio oder kennen Sie vielleicht auch unter der Abkürzung TER, finden Sie immer in dem Factsheet. Ja, also was kostet der einfach der Indexfonds der Anbieter, was kostet er dafür entsprechend auf, das ist relativ leicht abzulesen. Dann gibt es aber noch weitere Punkte. Sie müssen auch einfach vor allem das Thema Effizienz hinterfragen. Also wie gut wird eigentlich mein Markt abgebildet? Ja, dass wenn Sie heute Abend um kurz vor acht die Börse im ersten einschalten und dann hören, Mensch, DAX plus 1%, dann wollen Sie wissen, hat mein DAX-ETF auch plus 1% gemacht oder nur plus 0,97 oder 0,95? Also wie genau bin ich eigentlich dran? Da gibt es verschiedene Kennzahlen, die das messen. Unter anderem ist das dieser Begriff der Tracking Error, der genau jetzt eben diese Abbildungsgüte letztlich auch eben ist. Und wir hinterfragen vor allem auch ganz stark das Thema Produktqualität. Was heißt das? Ja, dann fallen so Begriffe wie physische ETFs, synthetische ETFs. Was heißt das jetzt? Naja, also kauft letztlich der Indexanbieter die zugrunde liegenden Wertpapiere oder so ein bisschen salopp gesagt, ist auch tatsächlich das drinne, was auf der Verpackung draufsteht. Also wenn es heißt DAX-ETF, habe ich dann wirklich meine 30 Aktien in dem Portfolio oder hat der Indexanbieter das indirekt abgebildet über Derivate und andere Finanzprodukte, wo ich dann wieder andere Risiken mit auf dem Schirm haben muss? Das muss man einfach sehr kritisch hinterfragen. Und wir bei Scalable bevorzugen ganz klar die physischen ETFs. Es gibt eine Ausnahme, wo es physische ETFs leider nicht gibt. Das ist beim Thema Rohstoffe, weil es einfach Sie keinen Anbieter finden, der dann für Sie die Schweinebäuche oder die Fässer Öl dann in den Keller lagert. Das heißt, da gibt es nur eine indirekte Abbildung, aber in allen anderen Anlageklassen gibt es in der Regel sowohl physische als auch synthetische ETFs. Und das sind einfach so ein paar Punkte, auf die Sie achten sollten, auch wenn Sie sich mit dem Thema ETFs mal ein bisschen näher auseinandersetzen. Naja, und wenn Sie dann genau diesen Filter entsprechend anwenden, und das machen wir täglich für unsere Kunden und hinterfragen einfach, was für ETFs können wir denn entsprechend nehmen, dann lässt sich diese große Anzahl doch relativ schnell herunterbrechen auf jetzt aktuell 14 Werte, was letztlich ja unser Instrumentarium ist, aus dem wir die ganzen Depots entsprechend bauen. Und wir wollen jetzt so die verschiedensten Anlageklassen abbilden. Wir wollen im Aktienbereich investiert sein, dann in den verschiedensten Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und so weiter. Rohstoffe ist ein kleines Randthema, haben aber auch ein ETF bis hin zum Thema Immobilien. Möglichst breit und extrem breit gestreut wollen wir eben die Portfolien konstruieren. Sehr spannend finde ich immer nochmal, wenn man sich auch in die einzelnen Werte hineinschaut, ja, weil dann einige auch da diskutieren, Mensch, jetzt habe ich nur in Anführungszeichen 14 ETFs, bin ich da wirklich breit aufgestellt. Und genau das ist der große Mehrwert, weil wenn wir uns mal in die einzelnen ETFs hereinzoomen, dann und quasi das alles auseinanderdröseln, dann kommt man auf die Zahl, dass wir aktuell so circa knapp 7400 effektive Einzelwerte in den Portfolien haben, also eine so breite Aufstellung, wie man das eigentlich in der Regel als Privatanleger kaum stellen kann. Und Sie sehen jetzt auch nochmal das Thema Kosten, worauf ich eben schon hingewiesen habe, der einzelnen ETFs, was die eben kosten. Und wenn wir da jetzt mal so die Summe bilden, dann kommen wir so im Durchschnitt auf circa 0,25%, was ein typisches ETF-Portfolio bei uns der kostet. Und wir hinterfragen das, wie gesagt, täglich. Die Liste ist jetzt nicht starr. Wenn wir einen neuen Anbieter auch am Markt sehen, der dann vielleicht noch kostengünstige Produkte anbietet, dann nehmen wir auch selbstständig den Tausch vor. Das ist einer der Mehrwerte einer professionellen Vermögensverwaltung für unsere Kunden, dass wir eben auch täglich hinterfragen, ist das noch der geeignete Anbieter oder aber auch nicht. Das mal so als kleiner Einblick, Thema ETFs, über was wir jetzt auch noch eine ganze Stunde reden könnten.
Also was sind so die ersten wichtigen Kriterien, die wichtigsten Eckpunkte beim Thema der Auswahl? Ja, eine kleine Zusammenfassung, was ich jetzt eben kurz angedeutet habe. Wir wollen also, wie gesagt, uns immer weltweit aufstellen über die verschiedensten Regionen und die verschiedensten Anlageklassen, letztlich als Kunden den Zugang zu einem Weltportfolio zu ermöglichen. Das ist auch so die erste Erkenntnis. Warum machen wir das? Naja, weil wir haben auch immer wieder das Thema externe Schocks, also wenn immer etwas absolut Unvorhergesehenes passiert, wie Naturkatastrophen oder ähnliches, da brauchen wir einfach eine extrem breite Aufstellung, um uns davor so ein Stück weit auch die Effekte abfedern zu können. Als nächstes möchte ich mich dem Thema der Anlagestrategie widmen. Und Hand aufs Herz, wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrem Bankberater und Sie kennen das Gespräch, dann wird da auch immer dann irgendwann gefragt, was sind Sie eigentlich für ein Risikotyp? Und das kann, glaube ich, durchaus ein bisschen problematisch sein. Und warum? Das möchte ich einfach mal von Ihnen erstmal eine Antwort haben. Ich möchte Sie gerne ermuntern, nochmal Ihr Wort abzugeben, nämlich bei der Frage, was ist denn für Sie eigentlich konservativ? Und dazu möchte ich gerne einfach jetzt mal die folgende Umfrage starten. Die ist bereits gestartet, Herr Wolf. Die User Sehr sollten gut. mittlerweile schon abstimmen können, welche Aktienquote, Sie haben es gehört, im Depot ist für Sie konservativ. A bis 10%, B bis 20%, C bis 30% oder gilt für Sie auch eine Aktienquote über 30% noch für konservativ? Sie können sich hier gerne reinklicken und sehe schon, Sie stimmen fleißig ab. Jetzt haben wir etwa Ja, Herr ein Drittel Gärtner. unserer Webinarteilnehmer hat inzwischen abgestimmt. Ja, Herr Wolf? Genau, ich würde sagen, wir lassen den User noch ein paar Sekunden Zeit, aber ja, konservativ. Was wurde Ihnen in die Wiege gelegt? Ist es noch das gute Sparbuch? Ach, Sie meinen mich jetzt persönlich? Natürlich. Also, als Ja. ich geboren wurde, das war ja in grauer Vorzeit. Da war das Sparbuch noch richtig was wert. Da gab es, keine Ahnung, wenn ich mich recht erinnere, 4 oder 5% auf das Sparbuch. Und natürlich hat man das ganz stolz von seiner Oma überreicht bekommen, die da schon Jahre zuvor drauf gespart hat. Ich weiß nicht, zur Konfirmation oder so. Ich glaube, mit einem Sparbuch ist man heute nicht mehr so gut beraten. Und die Umfrage habe ich jetzt mal nebenbei beendet und würde das Ergebnis direkt übertragen. Und ja, wir haben das Gerne. Ergebnis, dass die Mehrheit unserer User also durchaus 30% Aktienquote oder über 30% Aktienquote immer noch für konservativ empfindet. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Wolf? Hätten Sie das denn erwartet? In der Ausprägung, ganz offen gesagt, nein. Einfach deswegen nicht. Ich bin momentan auch sehr viel in Deutschland unterwegs, in den verschiedensten Städten haben Sie auch die Chance, mich also mit live zu erleben bei verschiedenen Vorträgen. Und da machen wir so eine ähnliche Frage. Und da ist das Bild ein bisschen anders. Vielleicht hängt auch damit zusammen, sag ich mal, die Anonymität, dass die jetzt wirklich ehrlich abgestimmt haben, finde ich echt spannend. Warum? Weil wir haben ja gerade, jetzt werden wir auch so ein bisschen meine provokante Frage erkennen, ne? Eben das alte Sparbuch. Und offensichtlich haben viele von Ihnen bereits erkannt, eben natürlich, wir leben in einer Tiefzinswelt und das macht es so verdammt schwer, überhaupt über das Thema Kapitalerhalt zu reden, weil die Zinsniveau ist null und teilweise sogar ja negativ. Und ja, und viele von Ihnen sagen, dass selbst bis zu 30% an Aktienquote noch konservativ ist. Aber wir sollten auch nicht verkennen, dass immerhin nahezu jeder jeder Fünfte und jeder Sechste gesagt hat, naja, eigentlich nur so 10% Aktienquote ist interessant. Und dann lassen Sie mich dazu genau wieder zurück entsprechend springen in meine Präsentation. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, nämlich das Thema Risiko, wenn wir uns über Anlagestrategien uns unterhalten und austauschen, ist ja genau das Problem, dass jeder von Ihnen, liebe Zuhörer, auch ich persönlich und meine Frau, wenn wir uns darüber mal sprechen, was wir mit unseren Ersparnissen machen, dass ja jeder unter dem Begriff konservativ oder moderat ausgewogen teilweise was völlig anderes versteht. Und was heißt jetzt eben konservativ?
kann ich dann mit meinem Portfolio 10% verlieren? Oder 2? Oder 15%? Das ist genau jetzt die entscheidende Frage. Und wir sind ganz klar der Meinung, dass genau diese Betrifflichkeiten es nicht dem Problem eigentlich nicht gerecht werden. Und deswegen gehen wir bei Scalable einen grundsätzlich anderen Weg. Welchen? Das sehen Sie jetzt direkt, weil wir in ein konkretes Kundenbeispiel hineinspringen. Nämlich, wenn Sie bei uns Kunde werden wollen, dann stellen wir Ihnen zwar auch gewisse Fragen, haben aber die Vorgaben vom Gesetzgeber, die wir fragen müssen, noch erweitert, arbeiten da eng auch mit dem Psychologen der Universität München zusammen, um ein möglichst klares Bild zu kriegen. Und bei uns geben Sie bei dem Punkt Anlagestrategie, Sie sehen jetzt dort ja so einen Prozentwert, 5% bar. Also das ist ganz neues Beispiel für viele von Ihnen. Was heißt das jetzt? Bar? Bar ist eine Abkürzung, ist ein Maß der Statistikwelt und steht für Value at Risk. Und dieser Wert, dieser Prozentwert gibt Ihnen die, gibt Ihnen jetzt konkret das Verlustrisiko in dem Portfolio an, welches auf Sicht von einem Jahr, von heute nach vorne, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen technisch, wer dann später nochmal mehr in Detail dran geht, oder auch Professor Mitnick, wird Sie dann nochmal mehr über das Thema Value Twist sagen, aber Sie müssen mitnehmen. Wir sagen Ihnen im Vorfeld, bevor Sie uns Kunde werden, was für ein Schwankungsrisiko sind Sie konkret bereit. Also wir nennen es auf Prozentzahl und in Euro. Soll eben heißen, bei diesem konkreten Beispiel, wenn der Kunde 50.000 Euro anlegen möchte, ja, und er sagt jetzt, Mensch, mein Bauchgefühl, meine Risikovorgabe sind eben 5%, heißt also von den 50.000 reden wir dann über 2.500 Euro. Und das ist meine Strategie. Ich will nicht mehr als 2.500 Euro Schwankungen haben, auch wenn es mal ein bisschen schlechter läuft. Und ich glaube sehr, sehr stark, auch für Sie, liebe Zuhörer, das ist eben doch sehr viel konkreter als eben diese Begrifflichkeiten konservativ. Und wir legen deswegen so viel Wert, weil es ist ja letztlich der Zusammenhang, das Risiko geht, oder die Rendite, die Sie alle haben möchten, verständlicherweise, geht nicht ohne Risiko. Risiko ist letztlich nichts anderes wie die Währung für Rendite. Und wenn Sie sagen, Mensch, aber jetzt sehen Sie auch dann nach rechts die Auswertung, was ist so ein Erwartungswert, wie sich so dann das entwickeln kann mit dieser Strategie, und sagen, naja, eigentlich habe ich schon ein bisschen mehr Erwartung, dann können Sie den Schieberegler entsprechend nach rechts schieben oder auch nach links und dann haben Sie auch einen Erwartungswert, aber eben aber auch die Abweichung nach unten, die nimmt entsprechend zu, das heißt die Schwankungen und Sie müssen, wenn Sie mehr Rendite haben wollen, eben mehr an Risiko auch auf den Tisch legen, bereit sein, dafür entsprechend zu bezahlen. Wir möchten Sie einfach dafür stark sensibilisieren. Die Ausgangslage bei allen Überlegungen muss am Anfang sein, was ist Ihre Risikobereitschaft und Risikofähigkeit, was sagt Ihr Bauchgefühl und daraus ergibt sich dann eine zu erwartende Rendite. Bitte schön nicht andersherum. Fangen Sie an, eine Zielrendite zu definieren. Das Ende, das ist meine Erfahrung aus weit über 10 Jahren und mehreren tausend Stunden Gesprächen, das geht in der Regel schief und Sie ärgern sich bei der nächsten Marktkorrektur und fragen zuerst, was bin ich eigentlich an Schwankungen bereit. Und genau deswegen stellen wir das zentral am Anfang in den Mittelpunkt. Das müssen Sie geben und wie wir das dann entsprechend nutzen, diese Vorgabe beispielsweise 20% Value Twist, auch dazu werden wir gleich noch sehr viel mehr im Detail reden. Und ja, ich möchte jetzt an der Stelle auch abgeben, um eben die Zeit zu nutzen an Professor Mitnick, der jetzt sehr viel über das Thema Risikomanagement und noch viel mehr über Value at Risk reden. Stefan. Ja, wir machen jetzt gerade einen fliegenden Wechsel hier. Herr Wolf hat Ihnen ja erläutert, in welchen Produkten Scalable Capital anlegt, also es wird in ETFs angelegt und welche ETFs da ausgewählt wurden. Ich will jetzt erläutern, wie angelegt wird und Herr Wolf hat erklärt, dass die Risikoeinstufung, die wir vornehmen und die Risikovorgaben, die der Kunde uns gibt, eben mit diesem Value at Risk quantifiziert wird und Risiko ist also eine wichtige Stellschraube in diesem Anlageprozess und ich will erklären, warum das so ist. Ich fange aber mal an mit einem Zitat hier. Das ist ein Zitat von Benjamin Graham. Das ist sozusagen der Lehrmeister und Mentor von Warren Buffett gewesen. Der sagte,
Das Wesentliche bei der Geldanlage ist das Management von Risiken und nicht das Management von Renditen. Und das ist auch das Motto, das wir angenommen haben und nach dem wir hier verfahren bei Social Capital. Um das Zusammenspiel von Rendite und Risiko, der Chance und Risiko mal zu illustrieren, habe ich zunächst eine Grafik aufgezeigt, die den Zusammenhang zwischen durchschnittlicher Rendite von verschiedenen Anlageklassen und dem Risiko, was mit diesen Anlageklassen einhergeht, darstellt. Wir sehen also hier auf der vertikalen Achse so die durchschnittliche jährliche Performance von verschiedenen Anlageklassen über die Jahre von Zeitraum 1995 bis 2015 ermittelt. Und auf der horizontalen haben wir ein Risikomaß, die Volatilität oder Schwankungsbreite. Und sehen jetzt einzelne Anlageklassen. Unten links haben wir also hier so zwei Anlageklassen, deutsche Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Die haben also ein relativ niedriges Risiko und aber auch eine relativ niedrige Rendite. Allerdings mit dem, was wir heute sehen an Renditen von Staatsanleihen, waren das noch goldene Zeiten. Wir lagen da so bei 3-4%. Aber man sieht auch über diesen Zeitraum dann, wenn wir jetzt höhere Risiken eingehen wollen, also zum Beispiel Aktien USA, Aktien Deutschland oder Aktien Entwicklungsländer, da steigt eben das Risiko, aber auch die durchschnittliche Rendite, die wir erwirtschaften können. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt eine sinnvolle Betrachtung? Herr Wolf sagte ja, Risiko ist die Währung, mit der wir Rendite quasi einkaufen. Aber ist jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen, was wir erhalten, ist das immer konstant über die Zeit oder variiert das? Wenn ich mir den DAX hier nochmal anschaue, dann fahren wir hier runter, da haben wir ungefähr so eine Schwankungsbreite, die so knapp über 25% liegt. Aber ist das jetzt eine Schwankung oder ein Risiko, das konstant ist über den Zeitraum oder nicht? Und um das zu demonstrieren, habe ich mal hier eine andere Grafik, in der die Schwankungsbreite über einen Zeitraum von 2001 bis diesen Sommer zeigt des DAXes. Wir sehen da, dass also die Volatilität sehr stark variiert. Es war am Anfang relativ niedrig noch, steigt aber dann stark an, ne, und gibt Phasen, wo es extrem hoch ansteigt, da liegt die Volatilität bei über 80. Es gibt aber auch ruhige Phasen. Aber dieser Mittelwert so um diese zwischen 20 und 30, der wird eigentlich nie erreicht, sondern man ist immer drunter oder drüber, aber nie eigentlich auf diesem Durchschnittswert. Und um das Zusammenspiel zwischen Rendite und Risiko zu illustrieren, zerlegen wir Risiko in Komponenten. Wir haben einmal hier eine schwarze Linie eingezeichnet. Das wäre so über diesen Zeitraum jetzt gesehen so eine mittlere Volatilität. Und das nennen wir das Basisrisiko. Und die Abweichung davon bezeichnen wir als Überschussrisiko. Das kann mal positiv sein, kann aber auch mal negativ sein. Und die Frage ist, wie verhält sich jetzt der DAX in diesen Phasen, in denen das Risiko mal überdurchschnittlich hoch ist und in Phasen, in denen es eben unter dem Durchschnitt liegt. Und dazu habe ich den DAX-Verlauf einfach mal drüber gelegt hier. Und da sieht man schon einen gewissen Zusammenhang, wenn das Risiko, die rote Kurve, also nach oben schießt, dann geht eigentlich der DAX in der Regel eher in die Knie, dann geht also die Performance nach unten. Also wir haben solche Phasen, wo das Risiko sehr hoch ansteigt hier in dieser Phase. Und dann sehen wir, dass eben auch da in diesem Zeitraum der DAX nach unten geht. Wenn das Risiko wieder fällt oder das Risiko sehr niedrig ist, dann sieht das schon wieder wesentlich besser aus. Wir haben hier die extreme Phase hier 2008, das war also die Lehman-Krise. Und da sieht man eben, wie praktisch der DAX in die Knie geht bei ansteigenden Risiken. Man sieht andere Situationen, wo das Risiko sehr lange unterdurchschnittlich ist. Also hier haben wir so eine Phase Mitte 2004 bis Mitte 2007 oder auch hier so Mitte 2012 bis
Ende 2014. In diesen Phasen, in den Niedrigrisikophasen, geht eigentlich der DAX relativ stramm nach oben, so völlig fast ungetrübt mit kurzen Unterbrechungen. Das ist also das Zusammenspiel zwischen Rendite und Risiko ist komplexer als einfach nur zu sagen, hohes Risiko heißt hohe Rendite, sondern es ist eher die Frage, ist das Risiko überdurchschnittlich hoch für den DAX oder ist es unterdurchschnittlich niedrig? Und das kann man nutzen, um im Anlageprozess Risiken zu steuern und auch Abschwünge in Aktienmärkten abzufedern, um nicht die ganzen Abstürze mitnehmen zu müssen. Und Sie können jetzt sagen, naja, das ist ja schön und gut, wenn da so ein Zusammenhang besteht, dann das nutzt mir ja nur etwas, wenn ich auch Risiken irgendwie modellieren oder vorhersagen kann. Und wenn ich das kann, dann sollte ich ja vielleicht auch gleich die Performance oder den Kurs des DAXes vorhersagen können. Und in den folgenden Bildern hier will ich zeigen, die Prognose für Kursen oder Renditen ist ein ganz schwieriges Unterfangen, während die Risikoprognose relativ einfach ist. Die Betonung ist allerdings auch auf relativ. Ich habe hier eine Grafik, da zeigen wir jetzt nicht den DAX, sondern das ist der Dow Jones. Da haben wir die wöchentlichen Kursschwankungen des Dow Jones seit 1885. Wir sehen, da gibt es Phasen, große Ausschläge. Wir haben also hier Weltwirtschaftskrise, Ende 20er, 30er Jahre, letztes Jahrhundert. Wir haben hier den Schwarzen Montag, die Woche mit dem Schwarzen Montag 1987. Wir haben hier die Com-Krise und hier nochmal die Lehman-Krise. Nur nochmal, um das einzuordnen. Und die Frage ist, aus diesen Daten kann ich jetzt irgendwie etwas sagen, wenn ich die Information über 130 Jahre Renditeverläufe habe, kann ich was sagen, wie geht es denn nächste Woche, übernächste Woche weiter? Kann ich also Informationen extrahieren aus der Vergangenheit, um etwas über die Zukunft zu sagen? Und hier wird jetzt etwas statistisch das Ganze. Es gibt einen Statistiker, verwenden da gerne ein Handwerkszeug, die sogenannte Autokorrelationsfunktion. Brauchen Sie jetzt nicht genau wissen, wie das berechnet wird. Aber was man sich anschaut, ist, kann ich etwas anhand der vergangenen Daten etwas über die Zukunft sagen? Und ich schaue mir an, wie sieht die Korrelation, also der Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Zukunft aus? Korrelation, für die mal Statistik irgendwie genießen mussten, werden sich noch erinnern, wobei genießen vielleicht relativ zu interpretieren ist, dass eine Korrelation ausdrückt, wie zwei Variablen zusammenhängen, ob es einen positiven oder negativen Zusammenhang gibt. Hier in dem Fall versuchen wir also aus der Vergangenheit die Zukunft zu prognostizieren und wir haben so ganz kleine Balken hier, immer ganz kleine, die wir sehen und das sind die Korrelationen der aktuellen Kursänderung mit der in der nächsten Woche, übernächsten, überübernächsten Woche bis 52 Wochen in die Zukunft, also bis ein Jahr in die Zukunft und wir sehen, die Werte sind ganz klein, also die Balken nehmen Werte da irgendwie an um 0,01, 0,02, also es ist hier eigentlich überhaupt keine Information drin, ich kann systematisch nichts über die Zukunft sagen, wenn ich die Vergangenheit des Dow Jones kenne. Wie sieht jetzt mit Risiko aus? Und ich habe hier als Risiko einfach mal die Schwankungsbreite des Dow Jones von Woche zu Woche abgebildet und rechne jetzt so diese gleiche Autokorrelationsfunktion für diese Schwankungsbreite und dann sehen wir, dass die Ergebnisse aussehen. Wir haben hier relativ hochsignifikante Korrelationen, also 0,3, 0,2, liegen sie hier am Anfang und selbst nach einem Jahr noch liegt das irgendwie bei 0,1 oder knapp drüber. Das ist immer noch weit weg von so einer sogenannten perfekten Korrelation, dass ich perfekt prognostizieren könnte. Aber es ist wesentlich besser als ein Münzwurf mit 50-50 Chance geht hoch oder runter. Man kann ja also Risiken systematisch prognostizieren und das besser machen als einfach
ein Münzwurf ist, was im Renditebereich eher nach Münzwurf aussieht hier oben. Jetzt ich mache jetzt einen Riesensprung. Vielleicht weise ich noch darauf hin, wenn Sie bei Scalable Capital auf die Webseite gehen, da gibt es ein White Paper, was Sie herunterladen können, 45 Seiten lang. Da können Sie den großen Sprung, den ich jetzt hier mache, da können Sie noch mehr detaillierter nachlesen. Aber aus all diesen Informationen, was wir aus Daten extrahieren können, mit Big Data Handwerkszeug und was man alles hört heutzutage, Artificial Intelligence, mit solchen Verfahren können Sie jetzt die Risikostrukturen aus den Daten erkennen und da im Prinzip Risikoszenarien herleiten, die mit einem Anlagedepot einhergehen. Was machen wir da? Wir haben zum Beispiel ein Kundendepot. Sie sehen, das hat sich jetzt hier in der Vergangenheit, das fing mal irgendwann hier an und heute steht der Wert des Depots auf diesem Niveau und wir können jetzt hingehen und anhand von Marktdaten Risikoszenarien generieren, um abzuschätzen, was passiert, was sind mögliche Szenarien, Wertentwicklung des Depots über das nächste Jahr hingesehen. Und Sie sehen hier ganz viele kleine Kurven auf der rechten Seite, insgesamt 10.000 Abbildungen sehen Sie da. Und daraus können wir dann das Risiko des Depots abschätzen. Insgesamt haben wir also diese 10 Szenarien und wir können uns dann diesen Value at Risk, den Herr Wolf schon beschrieben hatte, genau anschauen hier. Und zwar haben wir hier 10.000 Szenarien am Ende des Tages, nach Ende der Simulation haben Sie hier diese 10.000 Szenarien und wir können dann abzählen im Prinzip, 95% der Szenarien liegen über einem Schwellwert und 5% liegen unter. Und dieser Schwellwert ist eben genau dieser Wert hier am Ende. Und das ist der Value at Risk auf Jahressicht gesehen zum Niveau von 95%, den Herr Wolf beschrieben hatte. Das heißt, unsere Kunden geben uns eine Vorgabe, welchen Value at Risk sie tolerieren können, mit welchem Risiko sie leben können. Wir können nachschauen, ob das Portfolio, das der Kunde zurzeit hat im Depot, kompatibel ist mit dem Risiko, was er uns vorgegeben hat. Wir sehen das Ganze hier auf der linken Seite nochmal. Ich habe jetzt nur noch diese schwarze Kurve. Ich gehe nochmal zurück. Diese schwarze Kurve, die ich hier eingezeichnet habe, die habe ich jetzt auf die nächste Seite noch rüber gerettet. Und die türkise Linie, das wäre zum Beispiel, wenn das jetzt die Kundenvorgabe wäre, ich habe ein Value at Risk von 12% vorgegeben. In der Realität oder die Projektion zeigt uns an, dass das Verlustrisiko bei 15 liegt, dann wird hier das Risiko überschritten, das Risikobudget des Anlegers. Und man muss dann das Portfolio so umschichten, dass die schwarze Linie mit der Vorgabe wieder kompatibel ist. Rechts haben wir jetzt nochmal fiktiv eine Allokation, Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen eingezeichnet. Und wenn jetzt das Risiko oder der Anstieg auf 15% durch ein erhöhtes Risiko im Aktienbereich zustande kommt, würde der Algorithmus jetzt hingehen und Aktienquote abbauen dafür Staatsanleihen zum Beispiel aufbauen, macht das so in so einer Weise, eben Risikovorgabe und Risikoprojektion wieder übereinstimmen. Umgekehrt wäre jetzt die Projektion, würde anlegen, das Risiko liegt nicht bei 12, sondern bei 10% zum Beispiel, das Verlustrisiko, geht der Algorithmus hin und schichtet wiederum so um, dass wir auf diese 12% kommen, sodass das Risikobudget ständig ausgenutzt wird, aber auch nicht überschritten wird. Wir hatten ja die Umfrage eingespielt hier. Was ist konservativ? Welche Aktienquote ist konservativ? Wir haben gesehen, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Es ging von 0 bis über 30 und hätten wir 50 und 60, 70 eingegeben, hätten wir bestimmt auch da gefunden. Das Problem ist zum einen, man weiß, eine Aktienquote sagt eigentlich gar nichts über Risiko.
wenn der Aktienmarkt extrem ruhig ist. Zurzeit haben wir so eine Phase, wo Aktienmärkte relativ ruhig sind. Dann ist eben eine hohe Aktienquote vertretbar. Haben wir aber wilde Phasen, Lehman zum Beispiel, wo das Risiko 3-4 Mal höher ist als im Durchschnitt, dann wäre auch schon eine geringe Aktienquote, vielleicht 20% oder 10%, für manche Anleger sehr schmerzhaft. Deswegen, anstatt Aktienquoten irgendwie konstant zu halten, gehen wir hin und sagen, wir halten das Risiko konstant. Die Folge ist, dass wir entsprechend die Gewichte immer so anpassen müssen, dass die Risikovorgabe eben auch eingehalten wird. Und wir haben hier so einen sogenannten Backtest, wo wir einfach mal rückrechnen von 2000 bis 2016, wo wir rückrechnen, wie hätten jetzt die Gewichte ausgesehen unter so einem risikogesteuerten Anlageverfahren. Wir sehen auf der rechten Seite die Anlage, also Aktien und Rohstoffe und so weiter bis hoch Tagesgeld. Also je dunkler die Farbe, desto volatiler sind diese Anlageklassen. Und wir sehen dann, dass zum Beispiel Ende 99 oder so gab es eine Aktienquote von knapp 30%. Das war also noch zum Anfang der Dotcom-Krise, die dann einsetzt. Die wird dann aber runtergefahren bis an die 5%. Es gab eine kurzzeitige Erholung, aber dann ist es wieder hochgegangen auf 5%. Und die Dotcom-Krise war so im März 2003 in Deutschland vorüber. Dann stieg der DAX dann auch wieder langsam an. Und man sieht auch hier, wie die Aktienquote entsprechend wieder in die Höhe geht. Und wir sind da bis zu 80%. Zum Teil wird da erreicht. Dann kamen wir schon 2007 so die ersten Vorwarnungen in der Krise. Ne? Wir hatten in Deutschland die IKB-Bank, die in die Knie ging. Wir hatten in Großbritannien Northern Rock, wo wir ein Bankrun stattfand. Wir hatten in USA Bear Stearns 2007, die gerettet werden mussten. Und da ist schon der Algorithmus, das hat sich am Markt wiedergespiegelt, dadurch, dass die Märkte einfach volatiler wurden. Da geht der Algorithmus hin und sukzessive baut die Risikopositionen ab. Und es ist dann in der Lehman-Krise dann 2008 September, dann war sie schon zum Teil eben untergewichtet, die Aktienquote. Und man sieht also, es ist ein ständig Auf und Ab mit dem Ziel, die Risiken konstant zu halten und Gewichte konstant halten. Mir als Anleger ist das eigentlich relativ egal, was die Gewichte sind. Mich interessiert eigentlich Risiko und Rendite und nicht Aktienquote und Rentenquote. So, das war jetzt eine lange Ausführung und auch etwas technisch das Ganze. Ich fasse nur noch mal zusammen hier, was wir Ziel, was wir hier verfolgen, ist eigentlich ein wissenschaftlich sinnvoller Umgang mit Risiken, und zwar in zwei Dimensionen betrachtet. Zum einen wollen wir Anleger auch adäquat einstufen in der Risikotoleranz. Herr Wolf hat erwähnt, wir arbeiten also mit den Psychologen hier an der LMU in München zusammen, die sich generell mit Risikoeinstellungen von Menschen stark befassen. Andererseits wollen wir aber auch die Marktrisiken, also die Risiken, die im Markt vorhanden sind, adäquat messen und auch modellieren und projizieren in die Zukunft, um abzuschätzen, wo geht die Risikoreise hin. Ziel davon ist letztlich, ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis zu generieren und das Ganze eben als ein volle Service-Angebot, so dass sich der Anleger eigentlich da nicht drum kümmern muss. Im Gegenteil, wird sozusagen dadurch, dass die Risiken ist sozusagen im Griff gehalten, in Schach gehalten werden, ist er weniger Stress ausgesetzt und begeht auch da nicht so typische emotionale Fehler, die dadurch entstehen, dass bei einem Aktienverfall von 10% oder 20% plötzlich panikartig aufgestiegen wird und dann irgendwie der Umschwung wieder völlig verpasst wird und man eigentlich die Erholungsphase dann aussitzt. Das Ganze kann eben aufgrund der hochgradigen Automatisierung, der Wolf hat es auch schon anfänglich erwähnt, kann eben zu sehr günstigen Kosten angeboten werden, dadurch, dass man eben diese Algorithmen
wirklich durch Computersysteme sozusagen sehr gut abbilden kann und automatisieren kann. Dadurch sind die Kosten eben auch entsprechend geringer. Und wie das Ganze so in der Praxis jetzt funktioniert hat, das wird Ihnen jetzt nochmal Herr Wolf erläutern. Und ich bin dann am Ende wieder für Falle von Fragen wieder dabei. Ja, vielen Dank, Professor Mitnick. Ich denke, war sehr spannend für viele und ich möchte ja nur noch zwei, drei Worte zum Thema Performance verlieren und zum rechtlichen Setup, bevor wir vor allen Dingen auf Ihre Fragen auch gerne weiter zu sprechen kommen. Im Übrigen, alle Daten finden Sie veröffentlicht auch auf unserer Internetseite und Sie sehen jetzt, was ist genau das Ziel, was Professor Mitnick gesagt hat, dass wir eben das Risiko konstant halten, dass insbesondere dann, wenn die Kapitalmärkte nervös sind, Anfang 2016, Brexit beispielsweise, dass wir es dann geschafft haben, mit unseren Portfolien deutlich stabiler zu fahren, bei dem Brexit sogar zulegen konnten, weil wir eben genau das Risiko ja jeden Tag neu messen und modellieren. Was steckt für Risiko in den Portfolien drin, um darauf auf dieser Basis auch dann unsere Anlageentscheidungen zu treffen und die Portfolien neu auszurichten. Ja, das sieht man nochmal recht gut bei diesem Thema Maximum Drawdown, auch wieder so ein Fachbegriff, aber ich erkläre es Ihnen, also immer die maximale Verlust von dem Depothöchststand zum Tiefstand und da sind wir sehr stolz drauf, dass selbst sozusagen unsere offensivstes Portfolio, Value at Risk 25, ja, also wo Sie, was heißt Value at Risk 25, das ist im Übrigen so das Langfristrisiko auch vom MSCI World, so ungefähr, von einem breiten Aktiendurchschnitt, wo wir in der Spitze nur knapp 5% verloren haben, ja, während der so klassischerweise die Aktienmärkte irgendwas so minus 17, minus 18% verloren haben und wir stellen uns auch den Wettbewerb von Morningstar, ein ja, unabhängiges Analysehaus und haben einfach mal verglichen, was haben alle Mischstrategien und standardisierten Verwaltungen oder ähnliches in Europa gemacht, wo deutlich das Ergebnis deutlich schlechter war. Wie gesagt, mehr im Detail auch gerne zum Nachlesen auf unserer Internetseite. Und ganz wichtig ist noch beim Thema Vermögensverwaltung und digitale Vermögensverwaltung, wie ist das rechtliche Setup? Und da nehmen Sie bitte immer mit eine Dreiteilung. Sie, Vermögensinhaber, Depotbank, Vermögensverwalter. Durch diese Dreiteilung ist die Sicherheit Ihres Vermögens jederzeit gegeben und potenzielle Interessenkonflikte werden eliminiert, weil immer wenn die Bank und der Verwalter eins ist, hat das immer durchaus einen gewissen Beigeschmack. Sie müssen ganz klar trennen, wo liegen die Werte und wer trifft die Entscheidung. Und was nutzen wir als Depotstelle? Wir nutzen die WADA Bank seit Beginn unseres Service und jetzt eben neu auch die ING DiBa. Der Vorteil für Sie, wenn Sie schon ein ING-DiBa-Extra-Konto oder Direktdepot haben, dann können Sie mit ganz wenigen Klicks neu auch noch ein Scalable Capital Depot sozusagen hinzubuchen und das Thema der Legitimation entfällt, weil Sie sind ja bereits Kunde bei der ING-DiBa und selbstverständlich haben Sie auch Zugriff auf Ihr Konto über den klassischen ING-DiBa-Login, wo das dann komplett integriert ist. Ja, was haben wir schon sehr viel auch über den Service gesprochen, aber was heißt das auch Gebührenseite ist ganz wichtig. Für die Vermögensverwaltung fallen 0,75% an pro Jahr und das war's. Also in diesen 0,75% ist alles mit drin, sämtliche Transaktionskosten, ganz wichtig. Wir haben gerade von Professor Mitnick gehört, dass ja durchaus auch relativ viele Transaktionen stattfinden können, dass das Depot sehr dynamisch ausgerichtet wird, gerade auch in, ja, in Krisenzeiten. Sie zahlen nicht pro Transaktion, sondern alle Transaktionen, egal wie viel wir handeln, ist in diesen 0,75% bereits drin. Und selbstverständlich auch ja, Depotführung. Sie können auch Depots transferieren und einbringen. Sparpläne können Sie auch einrichten, ausführen. Alles ohne Extrakosten. Im Übrigen gibt es auch keine Schließungsgebühr oder ähnliches, sondern Sie zahlen nur anteilig die Gebühr, so lange, wie Sie unser Kunde sind. Was sind jetzt noch diese 0,25, die ich noch mitgebracht habe? Das nochmal zur Erinnerung, das sind die durchschnittlichen Kosten seitens der ETF, der Indexanbieter, was ich Ihnen vorhin aufgezeigt habe. Ja, der Kunde hat bei uns immer einen 360-Grad-Blick, also immer die volle Kontrolle über sein Vermögen, klassisch über einen Online-Zugang auf unserer Internetseite und aber auch selbstverständlich mobil. Wir haben eine eigene App
für Apple-Geräte, für Google-Geräte, wo Sie immer gucken können, was ist denn zuletzt passiert, ist momentan meine Ausrichtung in meinem Portfolio. Sie können Ein- und Auszahlungen bequem vornehmen von zu Hause und das ja überall auf der Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir schon sehr viel auch über Risiko gehört von Professor Mitnick und an den anderen Stellen. Dennoch nochmal der Hinweis, auch auf unserer Internetseite können Sie noch sehr viel mehr zu diesem Thema nachlesen. Ja, liebe Zuhörer, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal, dass Sie hierhin auch zugehört haben. Wie kann es jetzt weitergehen? Ich denke, wir haben jetzt noch auch die Chance für die eine oder andere Frage, haben aber auch, wie gesagt, immer die Chance, uns direkt anzusprechen. Nutzen Sie die Möglichkeit oder auch wenn Sie mal in München sind oder aus München kommen, schreiben Sie auch mich gerne an. Meine E-Mail-Adresse ist thomas@scalable.capital und nutzen Sie die Möglichkeit, vereinbaren Sie auch gerne ihn mit. Wir können Ihre persönliche Situation erörtern und ich kann Ihnen auch nochmal gerne en Detail unseren Anlageprozess aufzeigen. Sie können rund um die Uhr die Anmeldung ansonsten auch starten auf scalable.capital und dann sind Sie ja in der Vermögensverwaltung der Zukunft angekommen bei Scalable, technologiebasiert und jederzeit transparent. Lieber Gentner, ich vermute mal, dass einige Fragen auch bereits von den Usern eingegangen ist. Dann lassen Sie uns doch gerne vielleicht da den anderen Blick drauf werfen. Ja, genau, Herr Wolf. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Auch Herr Professor Mitnick, vielen Dank für Ihren Vortrag. Und natürlich sind einige Fragen hier aufgelaufen. Wir werden noch eine schnelle Fragerunde jetzt starten. Wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ein paar Fragen können wir noch abarbeiten, ein paar wichtige. Zum Beispiel gibt es eine Frage zum Börsencrash. Ich glaube, das ist noch nicht ganz so klar rausgekommen, wie jetzt in so einem Fall Scalable reagiert. Die Frage ist, steigt das Risiko denn erst an, wenn die Kurse bereits unten sind? Sprich, wie kann denn Scalable überhaupt einen sogenannten Börsencrash vorhersehen? Ist das überhaupt möglich? Eine sehr nachvollziehbare und spannende Frage, die ich auch gerne an Professor Mitnick weiterreiche. Und ich suche mal, ob ich noch eine andere Grafik mitgebracht habe, die Professor Mitnick gerne erläutern möchte. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage und auch hochrelevante Frage. Letztendlich, wenn die Risiken hochschießen, sind da die Renditen schon im Keller? Oder wie sieht das vom Timing her aus? Ich habe hier mal eine Grafik, in der wir zeigen, was so um diese Lehman-Krise herum passiert ist. Das sind also, wir sehen hier oben den Kursverlauf jetzt hier vom S&P 500 irgendwie in dritten Quartal 2006 bis Ende Q1 2009. Und wir haben hier zwei Daten eingezeichnet. Einmal im Juli 2007 war der Bear Stearns das Desaster, wo der Konkurrent von Lehman sozusagen gerettet wurde. Und wir haben ein zweites Datum im September 2008, in dem also Lehman tatsächlich Konkurs angemeldet hat. Und wir sehen, vor Bear Stearns steigt der S&P 500 schön an. Danach gab es erstmal so ein bisschen eine längere Seitwärtsphase, aber dann ging er in die Knie. Und dann, als sich Lehman sozusagen die Pleite angemeldet wurde, oder die Insolvenz gemeldet wurde, dann ging es auch richtig im Keller. In der Grafik in der Mitte sehen wir die Schwankungen, die täglichen Schwankungen. Und man sieht, wir haben ein sehr niedriges Risiko, geringe Schwankungsbreite vor Bear Stearns. Nach dem Event, als eben gemeldet wurde, zwei Hedgefonds sind da kollabiert, springt das Risiko um einiges an. Ne? Die Schwankungsbreite verdoppelt, verdreifacht sich hier. Und mit der Anmeldung der Insolvenz von Lehman haben wir dann das Desaster war dann da. Und unten haben wir jetzt eine Grafik hier, wo wir eine schwarze Linie bei 20 haben. Das wäre jetzt so die Value-at-Risk-Vorgabe eines Kunden, der also sagen will, 20% Verlustrisiko traue ich mir zu auf Jahressicht. Und wir haben eine rote Kurve, in der wir also diesen Value-at-Risk des S&P 500 berechnen. Und wir sehen, vor Bear Stearns war die rote Linie fast durchweg unterhalb der schwarzen. Das wäre jetzt so ein Zeichen gewesen, dass eigentlich der S&P 500 wird übergewichtet in dieser Phase. Also wir haben Risiko, was unter dem mittleren Risiko oder unter der Risikovorgabe liegt, bis auf
so ein, zwei Ausreißer, da hätte man auch untergewichtet in diesen Phasen hier. Und nach dem, mit der Ankündigung von Bear Stearns, dass die Fonds kollabieren, ist das Risiko, sieht man hier also durchweg über der schwarzen Linie, ein Zeichen, dass also jetzt untergewichtet werden soll, der S&P 500. Dann wäre also hier potenziell schon ganz gering nur drin gewesen. Und man sieht auch hier, selbst vor Bear Stearns sehen wir hier so, vor der Lehman-Pleite sehen wir also hier so ein Anstieg im Risiko hier in dieser Phase. Auch hier wäre der S&P 500 noch weiter untergewichtet gewesen. Und hier oben haben wir extrem hohe Risiken. Da wäre also der Algorithmus kaum mehr überhaupt im S&P 500 gewesen. Also es gibt Krisen, die sich ein bisschen so ankündigen mit Vorbeben. Und diese Finanzmarktkrise oder die Dotcom-Krise war so eine. Es gibt aber auch Situationen, wo es keine Vorankündigung gibt. Wenn wir so an Fukushima denken, Naturkatastrophe oder 9/11, das sind natürlich Krisen, die auch Finanzmärkte dann betreffen, aber in denen dann keine Vorankündigungen da sind. Und da ist immer, muss es Ziel sein des Anlegers, einfach trotzdem breit diversifiziert sein, um auch solche Risiken einigermaßen abfangen zu können. Genau, vielen Dank. Professor Mitnick, für die Antwort. Ich denke, dass die Frage da doch recht beantwortet wurde. Wir haben sicherlich noch Zeit für ein, zwei weitere Fragen. Genau, also die Frage wurde sicherlich beantwortet und es gibt ähnliche Fragen in diese Richtung. Also was passiert bei einem Zinsanstieg? Ich glaube, diese Fragen können wir übergehen. Das wäre das gleiche Szenario, würde ich mal sagen. Jetzt gibt es Fragen zu den Umschichtungen. Erstens, ob diese Umschichtungen denn genau immer transparent einzusehen sind für den Anleger. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, welche Frage wir dazu noch hatten. Sie können gerne diese schon mal beantworten, diese Frage. Ich suche nach der Umschichtungsfrage Nummer zwei währenddessen. Also ja, selbstverständlich können Sie jederzeit einsehen. Sie sehen jetzt im Hintergrund auch so einen Screenshot von unserem Online-Portal. Dann sehen Sie vielleicht hier unten diesen Punkt Transaktionen. Und der Kunde kann also täglich sehen, was ist in meinem Portfolio passiert. Und dann kann er auf jede einzelne Transaktion ist auch automatisch noch der Beleg der Bank hinterlegt. Also alles einsehbar rund um die Uhr, wenn irgendetwas passiert, bis auf Detailebene, so mit was für ein Ausführungspreis das Ganze da noch passiert ist. Oder aber er schaut einfach auf die aktuellen Gewichtungen. Also er kann es jederzeit entsprechend nachvollziehen. Genau, und ich habe Frage 2 dazu gefunden. Wenn ein VRR eingehalten werden muss, werden dann alle Aktien verkauft oder umgeschichtet? Ich glaube, das hatten wir in der Präsentation eigentlich gesehen, aber vielleicht könnten Sie darauf auch noch mal etwas genauer eingehen. Ja, gerne. Also nicht unbedingt zwangsläufig, dass alle Aktien verkauft werden. Kann auch sein, dass das einfach mal innerhalb der Aktienallokation umschichten. Also mehr raus aus den USA zum Beispiel haben wir gerade jetzt auch im zweiten, dritten Quartal gesehen. Warum? Weil der Euro stärker geworden und somit ja für uns aus der Euro-Brille sich die Anlageklasse US-Aktien risikoreicher, allein aufgrund der Währung. Dann, wir haben zwar die Aktienquote nicht reduziert, aber haben Gewicht innerhalb der Aktienallokation eben verändert. Weg von den USA beispielsweise mehr hin zu Emerging Markets oder auch Europa. Aber wenn natürlich jetzt alle Aktienmärkte weltweit fallen, dann wird die Aktienquote auch reduziert, teilweise extrem tief. Und aber es muss nicht sein, dass wir komplett aus den Aktien rausstellen. Also wir sind nicht schwarz oder weiß, sondern sehr viel gradueller eigentlich, immer je nach Marktsituation. Weitere Fragen von Usern gehen in die Richtung, wer denn bei Ihnen überhaupt anlegen darf. Darf das nur ein Privatanleger oder darf das zum Beispiel auch eine gemeinnützige Stiftung oder ein Unternehmen? Also grundsätzlich stehen wir allen offen. Es ist jetzt so, dass der automatisierte Prozess auf der Internetseite, der ist in der Tat für den Privatkunden konzipiert, aber Sie sehen jetzt ja auch nochmal eingeblendet unsere Service-E-Mail-Adresse. Für diese genannten Fälle, sei es eine Firma, sei es eine Stiftung, würde ich einfach bitten, liebe Zuhörer, schreiben Sie uns eine kurze Mail, wir nehmen entsprechend Kontakt auf, weil es dann immer noch so ein paar Nebenaspekte gibt, die wir einfach berücksichtigen müssen, die Ihre individuellen Vorgaben sind. Und dann können wir da auch sicherlich für Sie tätig werden. Aber nehmen Sie bitte einfach Kontakt mit uns auf und dann schauen wir uns den Fall im Detail an.
Ist es möglich, die Anlage jederzeit zu kündigen? Fragt ein weiterer User. Selbstverständlich, Sie haben keine Kündigungsfristen oder Bindungsdauer. Ein Tag, theoretisch können Sie unser Kunde sein. Jederzeit können Sie das Mandat beenden, können aber auch das Risiko beispielsweise anpassen, also den VAR, die Vorgabe ändern. Auch das ist jederzeit flexibel möglich. Wunderbar, vielen Dank auch für diese Antwort. Und jetzt noch speziell an Herrn Professor Mitnick eine Frage, ob Sie denn noch eine Literaturempfehlung dazu haben, zu dem, was Sie jetzt gerade vorgetragen haben, das, was Ihr ja eigentliches Feld ist. Haben Sie denn dazu eine Literaturempfehlung für unsere Webinarteilnehmer? Ja, am besten könnte ich natürlich empfehlen, dass in meine Vorlesung kommen. Portfolioanalyse dient als statt 16 bis 18 Uhr, aber das ist nicht für alle möglich. Wenn Sie, ich hatte schon das White Paper erwähnt, wenn Sie das runterladen von der Webseite von Scalable Capital, das ist 45 Seiten lang und die letzten 4 Seiten oder so sind Literaturangaben. Was im Text steht dann auch, in welchem Zusammenhang diese Literaturangaben stehen. Es gibt gerade in diesem Jahr eine Veröffentlichung von 2 Herren von der Yale University, Morera und Herr Muir, die also auch zeigen, so einen risikobasierten Ansatz nehmen, wie hätte der jetzt funktioniert in den USA, und Sie schauen sich da den Dow Jones seit 1926 und zeigen dann, dass also die durchschnittliche Performance einer risikobasierten Anlagestrategie im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie eben 2% höher ist. Also Journal of Finance, Moran Muir 2017 mal nachschlagen. Ja, Herr Professor Mitnick, vielen Dank für diese Antwort. Das bringt unsere Webinarteilnehmer sicherlich weiter. Herr Wolf, Ihnen auch vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich möchte unsere User an dieser Stelle noch darauf hinweisen, weil in diese Richtung auch viele Fragen kamen. Es gibt ein Webinar, eine Live-Mitschnitt eines Webinars zur Investmentsteuerreform 2018, in der besprochen wird, wie ETFs und Fonds im neuen Jahr besteuert werden. Vielleicht schauen Sie sich das einfach mal an. Sie finden das auf unserem YouTube-Kanal. Dort finden Sie übrigens auch viele andere Webinare. Diese Fragen jetzt auch noch hier ins Webinar reinzunehmen, würde den Rahmen sprengen. Ja, es ist schon kurz nach 19 Uhr und wir können an dieser Stelle leider nicht mehr alle Fragen beantworten. Ich denke aber, dass wir viele spannende Einblicke in die Welt der digitalen Vermögensverwaltung bekommen haben. Jetzt möchte ich Sie darauf hinweisen, liebe Webinarteilnehmer, dass auch dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Sie finden es im Nachgang in der E-Mail, die Sie bekommen. Da finden Sie den Link zu dieser Aufzeichnung und natürlich, was ich eben schon gesagt habe, auch dann auf der YouTube-Seite von Finanznet. Herr Wolf und Professor Mitnick, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Das war sehr unterhaltsam. Wie sieht Ihr Schlusswort aus? Was können Sie für sich mitnehmen? Professor Mitnick, möchten Sie vielleicht beginnen als jemand, der heute zum ersten Mal im Finanznet-Webinar dabei war? Na, ich zum ersten möchte ich sagen, dass Sie das alles sehr gut moderiert haben und dass das von der Technik, zumindest was ich hier auf meiner Seite beurteilen konnte, sehr gut gelaufen ist. Ich glaube, die Fragen, die gekommen sind, waren auch genau die richtigen kritischen Fragen. Mit dem Literaturhinweis am Ende, der erfragt wurde, das fand ich natürlich insbesondere sehr interessant. Das spricht dafür, dass wir auch da Zuhörerkompetenz auf der anderen Seite haben. Genau. Und mein Schlusswort ist ja auch ein bisschen die Richtung, bleiben Sie hungrig für Wissen, hinterfragen Sie Dinge, vergleichen Sie genau das und fragen Sie wirklich auch nach, wenn Sie etwas nicht en Detail verstanden haben, fragen Sie auch bei uns gerne nach, wie gesagt, Sie haben die Möglichkeiten und dann treffen Sie in Ruhe Ihre Anlageentscheidung. In dem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und eine gute Zeit. Ja, vielen Dank, Herr Wolf, und vielen Dank, Herr Professor Mitnick, für Ihre positive Kritik über meine Moderation. Ich mache hier einfach meinen Job, genau wie Sie. Es ist aber schön zu hören, wenn es heute ganz gut gelungen ist. Und
Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder in der Zukunft das Vergnügen miteinander haben. Also Ihnen einen schönen Abend und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich möchte Sie noch hinweisen auf unseren Webinar-Newsletter. Wenn Sie diesen abonnieren, dann verpassen Sie wirklich keine Veranstaltung mehr. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments, ob mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse oder ohne. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen.